Moin zusammen, willkommen zurück zu Sam & Max Save the World. So, bevor wir die Folge starten, als ich die gestern geschnitten habe, den Film für heute, mir kam folgende Idee. Die drei Jungs hier, die sind sich ja offensichtlich uneins. Irgendwas mit keine Ahnung, dass sie eine Stadt, ein Land in drei Stadt in zwei, unter drei aufteilen müssen. Die könnten den Grund liefern, um, wenn wir es weit genug treiben, Krieg zu verursachen. Weil, ich gehe da hin. In diesem War Room kommen wir ja nur, wenn War ist. I think the War Room door is only openable in time of war. Genau. Stupid old peace! Ja, richtig, genau. So, das heißt, die drei müssen wir irgendwie aufwiegeln, sodass die, sagen wir mal, nicht mehr so nett zueinander sind. So, irgendwie müssen wir jetzt da dran kommen, dass wir das Wahrheitselixier von Bosco bekommen. Ich denke, das wird hier der Auslöser sein für die drei, dass die sich halt eben, keine Ahnung, anfauchen oder was auch immer. Dass es jedenfalls dann zum Krieg kommt. Und wir kriegen die Kohle nur zusammen, wenn wir Bosco in das Haushaltsbuch einbringen. Aber da ist er noch nicht drin. So, und das machen wir jetzt. Das soll der Inhalt sein. Das ist das Ziel. Wir besuchen Bosco und wir besuchen auch mal Sybil. Die Ärmste ist ja von Abe abgewiesen worden. Ja. Mal sehen. So, hier. Los, komm. Zum Disney. Where are we going, Sam? Wir fahren zurück ins Büro. Wütende Lincoln. Ah, okay. Ja, genau. Richtig. Das war noch eine mögliche Schlussfolgerung. Keine Ahnung, ob es wirklich so weit kommen wird. Dem wütenden Lincoln hinterher. Wenn wir im War Room sind, Kriegszeiten, da wird doch bestimmt irgendeine Art von Waffe drin sein, mit der wir Lincoln ausschalten können. Back to the office. Shotgun! Yeah! Okay, let's go. So, mal gucken, ob diese Theorie richtig ist. So, also, wir sollen zu Bosco. Warte mal, wir sind hier gerade bei Sybil. Sybil, wir müssen sie doch zuerst mal verarzen. Hi. Na, alles okay, du? Hey, alles in Ordnung? Hi, Sybil. How are things in the world of computer-generated romance? Oh, I'm not doing that anymore. Can What? You believe that guy? Never mentioning that he was married? Men are such self-centered jerks. Preach it, girlfriend! So you changed careers again? Yeah. Now I'm running a dating service. Yes? Come again? A carbon dating service. I bought this astoundingly useful machine that tells me how old things are. I usually just cut them in half and count the rings. There's a reason you're not invited to birthday parties anymore. I wanted a fresh start and a new career to get my mind off that fiasco with Honest Abe. Ach, this wasn't my first choice, but I got a good deal on the carbon dating equipment online, and I couldn't afford to change my sign. Okay, also erstmal, dass Abraham Lincoln verheiratet ist, solltest du wissen, Schätzelchen, dass er ein bisschen älter ist als du. Ein bisschen, so hättest du auch wissen können. Und du machst dich ganz gut, dass du über ihn hinausgekommen bist. Was ist das hier? Potato, live, was? Love, child, you decide. Okay. Puff, keep it. Okay, das sind alte Dinge. Steckst du in finanziellen Schwierigkeiten? You're having financial problems? I'm afraid so. Oh. After my public humiliation with Lincoln, all the applicants for my dating service demanded their money back. Oh nein. Not to mention all the money tied up in pending litigation with the clients who watched Max's dating video. Oh. I stated very clearly up front that viewer discretion was advised. Believe me, I would love to just close up shop for a while and take a vacation. Forget about Honest Abe and all the lawsuits. Mm. It was a wardrobe malfunction! But unless I get a major windfall, I have to hope the carbon dating business takes off. Hm. Vielleicht können wir dir da helfen. How's business again? There's still not enough clients to make ends meet. I can't even take a vacation unless I suddenly come into a lot of money. Huh. Du sprichst zufällig mit dem Präsidenten, also vielleicht, so. Wie funktioniert das? How does carbon dating work? I don't know. Something about carbon-14 and half-lives and radiation. I'm impressed with your detailed scientific knowledge. Very professional. Yeah. That's the beauty of it. I don't really need to know anything. I just aim my little machine at something and it tells me how old it is. Allow me to demonstrate. No. This tiki is, oh my gosh, it's 2,000 years old! This is fantastic!
old is good? Absolutely! I can have my office put on the National Register of Historic Places. I might even get a grant. I'd be rich! Okay, das ist cool. Can we borrow your carbon dating machine? No way! That machine is still my only chance to take care of my money problems. Unless I get a grant, since I'm now on the National Register of Historic Places. There's no way I'm letting it out of my sight. Hm. Na gut. Ja gut. Who could possibly need a freelance carbon dating service? Plenty of people. Freelance archaeologists, independent historians, rogue paleobotanists. It's also naughty fun for your next bachelorette party. And now that Antiques Thunderdome is getting so popular, business is bound to pick up. Antiques Thunderdome? The show where common everyday people bring random junk from around the house to a giant steel cage match and engage in a no-holds-barred appraisal to the death? That's the one. Now everybody's convinced they have some priceless treasure in their attic and their home will be declared a historic monument. Okay, also dein Tiki-Tiki wird, fürchte ich, nicht dafür ausreichen. Und außerdem, wenn du den verkaufst, dann solltest du doch aus deinem finanziellen Problem rauskommen. Okay, wer braucht denn... Lalalala. Nee, das will ich nicht nochmal fragen. See you around, Sybil. See you. See ya. Okay, alles klar. Wir können bestimmt dafür sorgen. So, bye bye. Ach so, müssen wir uns eigentlich weiter umsehen? Nee, sie hat ja nicht umdekoriert. Der... Ja, warte, steht das hier schon? Partner Service ist noch hier drauf. Okay, wir gehen jetzt mal zu Bosco. Ja. Boski, hallo? Na, alles klar? Ach, den braucht man nicht mehr, ne? Nein, halt! Was steht in der Zeitung? Lass sehen. President appoints action figure as Secretary of Defense. That is pretty crazy. Well, at least it was an action figure of John Shaft. Oh, I can dig it. Okay. Na gut. Weiter. Sehen die Kaugummis da irgendwie anders aus als sonst? Mr. President, please, do not execute me. Was? Do not execute me? Okay, da oben steht es. Preisliste war jetzt ihrem 100.000 Dings. Na toll. Hey, Bosco. Ja? Wie war das nochmal mit deinem Raketenabwehrsystem? Tell us about that missile defense system again. I'm working on modifying BTAS Part 2. Once I get funding for it, it'll be able to shoot down any ICBMs targeted at the store. Okay. Können wir das nutzen für... Oh, warte mal. Können wir das nutzen für den großen Ape? Du solltest mal die Würstchen austauschen. Wir wollen to buy something. Ja. Is evil, but necessary private enterprise. Ja. Schon gut. Wir nehmen das Wahrheitsserum. We'll take that truth serum. Is yours for only 100 million American dollars. I seem to have left my 100 million dollars in my other suit. We'll be back. Okay. Nothing for us right now. Okay, du solltest mal die Würstchen austauschen. When's the last time you cleaned out the weenie rotisserie? Needs no cleaning. Adds vintage flavor to tasty Franks. Was hat er mit den Würstchen? Das war ganz am Anfang auch schon so. Warum sind die Würstchen wichtig? Das Vedanya, Comrade Boskovorsky. We'll catch you on flip side, Comrades Dog and Rabbit. Okay. Okay. Wo hast du dein Abwehrsystem? Nothing like a gaggle of security cameras pointed at a guy to make him feel at home. I'm comfortable with it because I'm uncommonly photogenic. Natürlich. Special. Buy one, get one. What a deal! Ich frage mich hier, Ausgang? Nee. Ich frage mich hier, sag mal hallo in die Kamera, wo hatte er denn diesen, er muss ja irgendwo ein Target haben, ne? Das da, ist das das Target? Ne, das kann nicht das Target sein. Für dieses Raketenabwehrsystem. Wo hat er das? Okay. Gut, okay, ja, das nicht. Oder? Nee. Wo hat er das Target? Hat er das hier hinten versteckt? Nothing like a gaggle of security cameras pointed at a guy to make him feel at home. I'm comfortable with it. Ja, ja. Okay, hier ist irgendwas Grünes. Was ist das? Max, I've got a great idea involving you, a microwave, and 6 feet of aluminum foil. Go on. Maybe another time. Oh, okay, toll. Na, okay, gut, wir werden von den Kameras verfolgt, das ist super.
Das ist super, aber hier ist nichts weiter. Children preserved fluid. I wonder if Bosco used... I hope not. Okay, alles gut. Okay, also das war nichts, das war einfach nur Slush Machine. Wird schon noch kommen, ne? Dann ist wohl Lotteriedose, wofür auch immer die gut sind. We want to buy something. Yeah, is evil, but... Nee, alles gut. Hast du vielleicht... Do you have any potatoes in the likeness of Catholic saints? Nicht. Okay, vergiss es. Nothing for us right now. Gut, okay, scheint... Moment, guck mal, da oben ist noch eine Kamera. Nothing like a gaggle of security cameras. I'm comfortable with it because... Ja, du bist unglaublich fotogen, ich weiß. Gut, hat er vielleicht noch nicht installiert, okay, na gut. Wir gehen erstmal ins Oval Office zurück, weil jetzt sollten wir hoffentlich die Kohle freigeben können. So, okay, alles klar. Mr. Bliss. Hui! Warte mal, hui? Das kommt mir bekannt vor. Warte, aus welchem Spiel war hui? War das nicht Edna in Harvey? Where are we going, Sam? War das Edna in Harvey? Sag mal, weiß ich nicht. We're off to the White House. Oh boy! Das fällt mir jetzt erst auf. Der hat hinten gar keine. Oh, der hat hinten gar keinen Reifen, ne? Auf der Beifahrerseite. So, Haushalt, zeig mal. So, Sybil's Pandemic. Pandemic, auch noch meine Güte, okay. Gut, hier, finanzieren. Yay, zurück. Oh, warte mal, aber Bosco erscheint da gar nicht. Warum nicht? Weil wir immer nur eins nehmen können. Keine Ahnung. Okay. Ja, wenn das so ist, dann mal zurück zu Sybil. Halt, Ausgang. So. Na, 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 na. Okay, yeah. Here we go. Gut, dass du als Präsident so wenig zu tun hast. Where are we going, Sam? Zurück ins Büro. Back to the office. Shotgun! Yeah. So. Alles klar. So, Sybil. Bist du jetzt glücklich? Sybil left the door unlocked. Was? She's probably living it up on some tropical island on the taxpayer's dime. I bet she's getting abducted in some sleazy nightclub. Forced to do unspeakable things for a power-mad despot before narrowly escaping his volcano-top lair with only one of her kidneys left. Don't be such a pessimist, Max. Sorry, Sam. It's just no fair. We're stuck here working and she gets to have all the fun. Ach, jetzt komm. Aber guck mal, sie hat das Gerät liegen lassen. Können wir es mitnehmen? It's Sybil's carbon dating machine. Okay, wir nehmen es mit. Ach, ja, okay, alles klar. Ich sehe mich hier nochmal um, aber ich glaube, ich habe den Zusammenhang. It's locked. Okay, gut. Irgendwas Interessantes hier? Sieht nicht so aus, ne? Hör auf. Lass das. Mach das nicht. Max. Alter. Nein. Was? Was? Was ist hier los? Warum geht das nicht? Ausgang. Ja, pass auf. Ich wette, dieses Gerät ist für Bosco. So, hier, Boscos Laden. Okay, da. Deswegen wurden wir immer auf die Würstchen hingewiesen. Weil es ist für die heißen Würstchen tatsächlich. Wow, Bosco, by my readings, these weenies date from the early Cretaceous period. da. It's a special bargain for you. Still tasty. A half of today only. You don't understand. Your store is now a national historic place. These weenies are valuable artifacts. Really? I mean, of course. I'm preserving heritage of my people. Naturally. Just how valuable are we talking about here? We'll get back to you on that. Okay. Okay. Warte mal, wir können noch mehr? Noch mehr? What is that? Keep that away from me. Relax, Bosco. It only tells how old you are. Why do you need to know that? Did someone send you to find out how old I am? Sheesh, never mind. That's your problem with dating, Sam. You give up too easily. Okay. So. Zack. Oh, okay. Warte mal, können wir ihn auch bestimmen?
Ja? Odd. Max, have you been dieting? Kidneys. I don't want to know how old that is. Okay. I don't want to know how old that is. Blinkpoint nix mehr, ne? I don't want to know how old that is. Okay, wie ist es mit dir selbst? Das geht nicht. Okay, Zeit. I don't want to know how old that is. Okay, das funktioniert alles nicht. Gut, schon gut. Okay, ich glaube, wir haben alles erreicht, oder? Bin ich sicher? Wir müssen noch irgendwie an die Kohle kommen. Warte mal, da wir jetzt mit Bosco geredet haben. Moment. Hey, Bosco. Ja? Wir wollen was kaufen. Du solltest mal die Bühne. Ja, genau. Raketenabwehrsystem. We want to buy something. Kaufen. Ja, schon klar. Das war jetzt. We'll take that truth serum. Is yours for only 100 million yep. American dollars. I seem to have left my 100 million dollars in my other suit. We'll be back. We'll be back? Genau. So, vergiss es. Nothing for us right now. Okay, wir sehen uns. See you later, Bosco. See you later. So, und jetzt fahren wir wieder zurück ins Oval Office und in der Hoffnung, dass nun der Eintrag für Bosco in dem Dings da steht. So, im Haushaltsplan steht. Isolde. Where are we going, Sam? Ins Oval Office. We're off to the White House. Yes. Oh boy! Yay! Habt ihr gesehen? Kein Hinterrad. So, die drei sind immer noch da. Toll. Schön macht er das. So, Haushalt. Und? Zeig's mir. Yeah, Bosco ist drin. Okay. Bosco's Inconvenience Store. Das ist ein Shop für Unannehmlichkeiten. Okay. Yay! Hello, Comrade Bosco. Hail to the Chief. I don't know how you guys did it, but I just got a huge check from the government. Yeah. You earned it, Bosco. It's not easy to perfectly preserve weenies that predate the discovery of fire. Not to mention the teeming microcosm growing in the bathroom. Ugh. We're considering making it a national wildlife preserve. Now I can finally finish my satellite defense system. So we can have the truth serum? Sure. Let me dig it up from the labs. This Nine. Is a bottle of vodka. But it works. Trust me. Trust me. Get a couple of shots of that in somebody, and they'll tell you all their secrets. Thanks, Bosco! Deswegen sind wir noch nicht an das Raketensystem drangekommen, weil es noch nicht zu Ende entwickelt hatte. Oh Mann, ey. Okay, gut. Aber jetzt hat es, oder wie? Nee, wahrscheinlich erst bei unserem nächsten Besuch, ne? Na gut, egal. Wir haben das Freiheitsserum-Wodka. Ah, cool. Gute Idee. Okay. So, wir haben das Wahrheitsserum. Na gut, dann erledigen. Oh, das war offensichtlich richtig. Er hat hier gespeichert. Okay. Warte mal, wenn wir jetzt zurückgehen, hat er nun das Wahrheitsserum schon? Zeig's. Zeig. Nee, das andere nicht war Quatsch, Blödsinn. Nicht das Wahrheitsserum, sondern hat er das Raketenabwehrsystem fertig? Hey, Bosco. Na? Ja. Tell us about that missile defense system again. I'm working on modifying BTAS Part 2. Once I get funding for it, it'll be able to shoot down any ICBMs targeted at the store. Ja, aber du hast du die Finanzierung. Mach See you later, Bosco. Mach dich ans Werk. Okay, fragt noch nicht funktioniert, ne? Okay. Na gut. Wir müssen wohl doch erst andere Dinge erledigen, bevor das hier aktiviert. So. Also, ein bisschen Tip-Turn und yay, wir gehen, ey, und wir gehen endlich wieder zurück. Where are we going, Sam? Wir fahren zum Weißen Haus. We're off to the White House. Oh boy! Da, kein Hinterrad. So, okay, warte mal, einer der Jungs war doch durstig, ne? War das nicht er hier, Strulli? Pass auf, wenn ich dir jetzt den gebe. Strudi? Care for a drink? It's soda, right? You brought more soda! Sure, why not? Okay. Er liest dich mal, was draufsteht. Alter, nicht so viel! Alter! Wow! That's got more kick than the other ones! Thanks, Sam and Max! You guys are my best friends! Aww. Now, can we get back to the deliberation? What's the point? You still think Beeper's idea is stupid? Stupid? You never told me you thought my idea was stupid. Oops. He said your idea of adding Herbert Hoover hugging the four other presidents
was the stupidest thing he'd ever heard. Well, it is. Hoover wasn't even a president, which means he certainly wasn't the most loving of all the presidents. Well, at least I didn't suggest putting a parking garage in George Washington's forehead, like some four-eyed freaks I know. You little... You big... Of course you realize this means war! War! Nein! War! Okay. Ups. Oopsie. War. Yeah! Oh nein. Ich will das nicht. Nein, Maul. Nein. Wie doof. Nein. It's war. Yes. Hallo, GEMA. Oh meine Güte, wie furchtbar. Bescheuert. Wie bescheuert. Yes! Der Raum ist offen. Yeah. Oh, komm schon. Schluss jetzt. I can see you. Ich quatsche immer wieder dazwischen, damit ich keinen Ärger mit der GEMA kriege. So. Jetzt komm schon. Give me all you got. Yes. Schluss jetzt. Oh, ich glaube, das kürzt sich raus. Well, let's not do that again. Lieber nicht nochmal. Okay, also, falls das gerade rausgeschnitten wurde, die Secret Service Agents haben ein kleines Musical, einen kleinen Dance hingelegt mit einem coolen Lied. Ich habe keinen Bock, deswegen einen Claim zu bekommen. Also sollte das hier gerade komisch auch in dieser Stelle gelandet werden, ich finde das erst hinterher raus, gelandet sein, dann wisst ihr, ihr habt was verpasst. Spielt es selber, macht es selbst. So, wir kommen endlich in den Lagerraum hinein, in den War Room hinein. So, was haben wir hier? Okay. Oh nein, DeSoto. Where are we going, Sam? Nein, nirgends. Wir bleiben hier. No place, never mind. Okay, wir kommen. Ach, okay, Oval Office, wir kommen hier direkt hin. Das ist cool. Was ist hier? Duns Dakota Lager? The civil war in the Dakotas seems to be escalating, Max. Let them thin out the overpopulation of moose and strip malls for a few weeks, and then we'll step in. Okay, ja klar, warum nicht? Sicher. Duns ist niemand hier. Dakota Lager, die andere It Seite. Looks like Bismarck has fallen to the West Dakotan militia. Oh no! That will wipe out the country's crucial snow and slush reserves! Your compassion for your people is heartwarming, Mr. President. Hier das Wichtigste. Kekse! Das Wichtigste. It's a plate of fancy cookies. For the discriminating general with a sweet tooth and a taste for vengeance. Ach, jetzt komm. Catering ist das Wichtigste in so einer Lage. Hey, there's gourmet coffee. Yeah. In case the idea of war makes you insufficiently jittery.
I'm plenty juiced just being in here. Let's blow stuff up. Natürlich, das tun wir. Was haben wir hier noch? Hier haben wir gar nichts. Und, Monitors. These must be for the Joint Chiefs and other quasi-important hoo-has. Nice screensaver. Hoo-has. Oh, Mann, ey. Was sind das für ein Buch? Kriegshandbuch. Ah, ja. What to do in time of war. Mhm. Select target, press fire. That's all it says. Okay, select target. Können wir das denn herausfinden? Looks like a remote homing beacon in the frigid Antarctic. So peaceful. So serene. Wanna blow it up? You have to ask? Nein, das machen wir nicht. Peilsenderkamera, siehst du? Da ist, jetzt brauchen wir Bosco doch nochmal. Nächstes Ziel. The homing beacon to the Kremlin doesn't seem to be working. It was probably turned off in the spirit of Glasnost. More likely those lazy commie bastards forgot to change the batteries. Lazy former commie bastards, Max. Boah, Alter. Lass das. It's the distant, peaceful world of Krypton. They mock us with their utopian society of crystal cities and absentee parents. They must be exterminated! Ja, natürlich. Bosco's. Well, what do you know? Ooh. Bosco was right. The government really has been targeting his store for destruction. Won't he be glad when we tell him? What do you say we keep this to ourselves, Max? You're right. We don't want to ruin the surprise. Oh. So, warte mal. Peilsender, der ist hier unten. Das ist Speed Trash. Okay, das ist irgendwo, das ist an der Eingangstür, ne? So ungefähr mit Buy One, Get One oder so, ne? Kann das sein? So ungefähr Speed. Wir achten mal auf ein Dings mit namens Speed. So, dann lass uns mal zu ihm fahren. Aber erstmal gucken wir nochmal hier. Was ist das denn? Nein! Look, Max, in the White House Garden Pond. It's Jimmy Two Teeth. We often allow lobbyists to use the pool, Sam. Jimmy's a lobbyist now? What's he lobbying for? Cheese interests? Affordable health care for the aged and underprivileged, Sam. He's a lot more multifaceted than you give him credit for. Okay, alles klar. Gut. Wir fahren zurück zu... Ja, los. Where are we going, Sam? Wir gehen ins Büro. Back to the office. Back to the office. Ja, und da ist ein Hut mit Dampf. Stell dich in die Ecke für dieses doofe Dings, für diesen doofen Vorschlag. So, ja. Yeah. Dass die auch immer wieder gegen denselben Briefkasten fahren, ne? Oh. So, genau. Wir gehen aber nicht ins Office, sondern wir gucken uns jetzt mal in Boscos Laden um. Lass sehen. Lass jucken. So, hier vorne müsste das sein. Das Special, genau. Special, das haben wir gesehen. Und hier müsste... Hier, da ist doch der Peilsender. Look, stuck to the camera. Yeah. That must be the homing beacon for the intercontinental ballistic missiles aimed at Bosco's store. Yeah. What was that? He said, that must be the best price on baby wipes I've ever seen. Hmm. Okay, wir haben ihn am Start. Gut, was bedeutet? Den können wir jetzt doch Ape irgendwie anbutton. Hm. Ne? Oder nicht? Würde ich jetzt mal tippen. Whee! Where are we going, Sam? Wir schnappen uns Lincoln. After that rampaging Lincoln. Yes! Kein Rat. Warum sagt er das immer wieder? So, okay. Da, hier siehst du. Peilsender. Peilsender läuft. So, und zack. Juhu! Okay, er kommt nicht ran, das ist super. Yay! Nice toss, Max. We'd better act fast before he manages to knock off the beacon. Or choose his own back off to escape. Hm. Okay. Where are we going, Sam? Wir fahren ins Weiße Haus. We're off to the White House. Oh boy! Oh. So, nun just press play, right? Das war offensichtlich richtig, weil speichert. Es ist immer noch im Kriegsmodus. Okay, Tür zum Lagerraum. Oh, yes. So. Dann ist... Okay, jetzt brauchen wir doch nur... Wir brauchen doch nur... Das, wir brauchen doch nur... Ich will welche von diesen Keksen! Mensch! Zielerwasserungscomputer. So, looks like the targeting beacon is still stuck on Lincoln. This is a pretty impressive temper tantrum, Sam. Mm-hmm. At this rate, he'll have enslaved all of DC and most of Baltimore by tomorrow morning. Egads, you're right, Max. Still, I think we should stop him.
We haven't got anything better to do. Okay, yeah, los. Los, do it. Do it. Mr. President? Don't mind if I do. Quick, let's go. Shouldn't we revel a little? We don't want to miss this. Was? Wo willst du denn hin? You will all do my bidding. I am the most powerful presidential monument ever created! Whee! That was better than feeding laxatives to pigeons on parade days. We broke two presidents in one afternoon. A personal best. Well, it looks like the country is saved, at least from mass hypnosis. What do you want to do now? Let's abuse my powers as leader of the free world to squeeze the middle class until they're burning their own shoes for heat. Sounds fun, but I was thinking we could treat ourselves to some chocolate frosted gut bombs and then have a little target practice down to the Smithsonian. Sam, you're my best friend. Agent Chuckles, report. Query status. Lincoln Gambit, 4 score/7. Query not acknowledged in acceptable timeout parameters. Error. 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 Gee, das war Abe Lincoln muss sterben. Hey, cool. Boah, Sam und Max Freelance Police. Ja, okay, gee, wir kommen langsam näher, ne? Also, obwohl, nee, eigentlich nicht wirklich. Die beiden ahnen ja noch nicht, was vor ihnen steht, denn diese ganze Hypnose-Geschichte, die ist, guck mal, hier fehlt hinten links auch der Reifen. Alter, wo ist der Reifen? Was habt ihr mit dem gemacht? So kann ein Auto nicht fahren. Ich meine, kann es schon, aber zieht dann irgendwie eine komische Spur hinter sich her. Okay, also, ja, wir kommen dem langsam näher, hoffe ich, dass wir aufdecken, wer hinter dieser ganzen Hypnose-Geschichte steckt. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt mal mit. Okay, gut, aber wir haben nur noch 2 to go, ne? 2 haben wir noch. Das war jetzt das 4. Kapitel. Wir haben noch 2 mehr. Na, ich bin gespannt. Okay, euch danke erstmal vielmals fürs Zuschauen, vielmals fürs Dabeisein. Und wir sehen uns, glaube ich, ziemlich sicher, sehen wir uns in dem nächsten Kapitel von Sam und Max wieder. Also, bis dahin, alles Gute, macht's gut.